Ja, wir haben am Anfang so eine kurze Videofrequenzprobe halber vorgespielt und da gibt es einen interessanten Teil, wo es nämlich heißt, dass eben hier Spenden gesammelt werden über Vereine. Die umgehen quasi die offiziellen Wege über die Vereine. Und ich war heute an und für sich sehr überrascht, dass der Herr Sobotka hier über Geldflüsse vom Alois-Mock-Institut zu Parteigliederungen gesprochen hat. Die haben wir ja nicht vorgehalten, sondern die hat er von sich selber aus angesprochen. Wir haben nach Kooperationen gefragt. Wir sind eher davon ausgegangen, dass die Geldflüsse in die andere Richtung gehen. Und er selber hat hier plötzlich von Inseraten gesprochen, die das Mock-Institut in Parteizeitungen geschaltet hätte. Ich war ehrlich gesagt sehr sprachlos darüber. Das, was für uns schon vorher klar war, ist, dass das Alois-Mock-Institut natürlich ein Paradebeispiel für einen Parteiverein ist, der parteinahe ist. Das sieht, glaube ich, jeder in Österreich so. Das sieht auch die ÖVP so. Die Strategiepapiere der Kurz-ÖVP sehen das so. Die bezeichnen das Alois-Mock-Institut als Teil der Parteifamilie. Der Einzige in Österreich, der der Meinung ist, dass das Alois-Mock-Institut nichts mit der ÖVP zu tun hat, ist der Herr Sobotka. Sonst, glaube ich, ist für jeden klar, dass das ein klassischer Parteiverein ist, wo eben am Rechnungshof vorbei Sponsorings, Inserate und so weiter stattfinden. Das, was für mich absolut neu war, ist, dass es auch Geldflüsse gibt von diesem Verein, vom Alois-Mock-Institut an die ÖVP, an ÖVP-Gliederungen. Und ich finde an und für sich, dass dieser Verein selbst aufgrund des Parteiengesetzes, wo ausdrücklich drinsteht, nahestehende Organisation in der Begriffsbestimmung ist eine von der politischen Partei getrennte Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit, die diese politische Partei unterstützt. Und das Alois-Mock-Institut ist ganz, ganz eng verwoben, vor allem mit der Parteigliederung, mit der niederösterreichischen ÖVP, wo Sobotka selbst Vorsitzender war, jedenfalls im Untersuchungszeitraum, nämlich, also dass der Lukas Mandl promotet wird als unser Kandidat für die Europawahl. Gibt hier eine ganze Reihe von Kooperationen zwischen den ÖVP-Frauen in Niederösterreich und dem Alois-Mock-Institut, zwischen dem niederösterreichischen Arbeitnehmer- und Angestelltenbund, dem NÖAAB, dass ich das rauskriege, überhaupt nur noch die 4 Stunden, dem Alois-Mock-Institut. Es ist ein Prototyp eines Parteivereins, wo nicht nur von der Novomatic, sondern vor allem auch von öffentlichen Institutionen, wo Politiker der Niederösterreichischen Volkspartei quasi Kontrolle haben, finanzieren diesen Verein. Das, was neu war, ist, dass dieser Verein auch noch Geldflüsse zu ÖVP-Gliederungen hat. Ich finde, das ist ein klassischer Parteiverein. Wenn irgendjemand an einen Verein gedacht hat, auf Ibiza, wo es eben heißt, dass hier über am Rechnungshof vorbei gespendet, gesponsert und inseriert wird, dann ist das Alois-Mock-Institut hier ein ganz klassischer Teil. Ich bin selber der Meinung, dass die Staatsanwaltschaft jetzt sehr viel Arbeit bekommen hat durch die Befragung von Sobotka, weil natürlich dem nachgegangen werden muss, den Geldflüssen von öffentlichen Institutionen zu diesem Verein und von diesem Verein zu Parteigliederungen. Er konnte nicht einmal ausschließen, dass die Mitarbeiter des Mock-Instituts jahrelang in Parteibüros gesessen sind. Wir wissen das von den anderen, da haben wir es dokumentiert, dass die auch Parteiklappen hatten, also Klappen, Telefonklappen von der Parteinummer. Und der Herr Sobotka hat gemeint, dass er über viele Jahre niemals im Büro war des Alois-Mock-Instituts. Was ich interessant finde, wenn man Präsident wo ist und nicht einmal weiß, wo die hauptamtlichen Mitarbeiter sitzen. Dem werden wir nachgehen und ich glaube auch die Justiz hat viel Arbeit bekommen heute, um dem hier nachzugehen. Im Übrigen bin ich noch immer der Meinung, dass der Herr Sobotka, wenn er noch einmal in den Untersuchungsausschuss kommt, nur an einem einzigen Platz quasi sich hinsetzen kann und das ist der Platz der Auskunftsperson, jedenfalls nicht am Vorsitzplatz, weil jemand, der Teil der Untersuchung ist, der kann niemals Vorsitz führen dieser Untersuchung. Und er ist Teil dieser Untersuchung, das hat der heutige Tag, glaube ich, eindrucksvoll bestätigt.